Das hat sogar voll funktioniert. Was wollt ihr sagen? Alles Gute zum Alles Zweijährigen! Alles Gute zum Zweijährigen! Ich will die jetzt noch. Die landen gleich in dem Glas. Krass, die sind richtig geflogen. Guck mal, wir können das sehen. Das ist ja, wunderbar. Schön dekoriert. Mit ganz viel Lieben. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Q&A anlässlich meines zweijährigen YouTube-Bestehens. Und ich hatte es angekündigt, ihr habt Fragen gestellt, wir haben sie zusammengeschrieben und ich hoffe, das hat soweit funktioniert, weil es kamen natürlich viele Fragen doppelt und dreifach und das habe ich alles ein bisschen zusammengefasst und ich hoffe, dabei ist nichts untergegangen und ich hoffe, ja, es sind auf jeden Fall noch viele Fragen auf dem Zettel. Und mit dabei ist... Ich! Jana! Sie war lange nicht mehr dabei, aber heute spielt sie Moderatorin. Und stellt mir die Fragen, die ihr bei Facebook, Twitter, YouTube und so weiter geschrieben hat. Und da schon mal ein großes Dankeschön für. Und starten wir direkt. Ja, ich glaube, du wolltest bei der Ach, ja, genau. was sagen, und zwar das. Genau. Zum einen, weil dazu zwei, drei Sachen kamen. Und zwar kam die Bitte auf, dass ich doch Hogwarts Mystery und Wizards Unite irgendwie thematisch besser trennen sollte und jetzt auch mit den Fragen und den Q&A irgendwie trennen sollte. Aber das ist zeitlich einfach nicht möglich und vom Aufwand und hier zwei Videos zu machen, fand ich irgendwie auch nicht richtig. Deswegen könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich euch Timestamps verlinkt und wenn euch nur ein Thema interessiert, weil wir haben das hier ein bisschen kategorisiert, dann springt da einfach hin und lasst das aus, was euch nicht interessiert. Und weil die Frage auch immer wieder kommt zu meiner Herr Knüpps Website, wo die ganzen Infos zu Hogwarts Mystery online sind, die mittlerweile nicht mehr aktuell sind, weil ich es nicht schaffe, die Seite zu pflegen. Das werde ich auch zukünftig wohl nicht mehr schaffen, weil das einfach zu aufwendig ist. Und tut mir leid, weil ich weiß, es gibt da keine alternativen Quellen, keine deutschen alternativen Quellen. Aber das ist einfach zu viel Aufwand. Und da die Frage immer wieder kommt, wollte ich das gerne hier mal beantworten. Und jetzt können wir anfangen. Okay, dann legen wir direkt los. Der erste große Block handelt sich um Hogwarts Mystery. Und zwar, die erste Frage ist, was stört dich denn in Hogwarts Mystery am meisten? Was stört mich am meisten? Ich muss mal die Fragen wiederholen, um drüber nachzudenken. Darfst du gerne, dann merkt man auch, ob du sie richtig verstanden hast. Mich hat lange Zeit die Geschichte ein wenig gestört, da die sehr schleppend war, aber das haben sie mittlerweile eigentlich wieder gut in den Griff bekommen. Zum Ende des letzten Schuljahres und jetzt auch im aktuellen hat das wieder so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Das hätte ich nämlich sonst als Punkt genannt. Und ich glaube, jetzt würde ich die Events nennen, weil... Ja, du spielst das Spiel ja nicht, deswegen sagt dir das gar nicht so viel. Es wird irgendwie im Moment in dem Spiel einfach so Event an Event gereiht und das ist irgendwie nichts mehr Besonderes und nichts mehr, worauf man sich freut, sondern das wird nur noch so durchgekloppt, finde ich. Zumindest ist das bei mir so. Okay. Und das finde ich halt sehr schade, weil so ein Event eigentlich immer was Besonderes sein sollte. Und, sagt der Name schon, ne? Genau, und das ist eben da nicht mehr der Fall und das würde ich, glaube ich, als störenden Punkt nennen. Okay. Dann, was wünschst du dir an Verbesserungen oder Neuerungen für die Zukunft von Hogwarts Mystery? Verbesserung, ja. Ich würde halt auch wieder die Events nennen. Dass die einfach mehr Zeit einplanen. Ja, genau. Irgendwie, dass das wieder ein bisschen was Besonderes wird, einen größeren Stellenwert einnimmt. Dass auch die Belohnungen, die man da bekommt, dann irgendwie wieder was Besondereres werden. Besondereres? Ja. Besonders. Ja, es gibt keine Steigerung von besonders. Besonders ist nur besonders. Und dass da eben auch dadurch, dass so viele Events stattfinden, sind da auch oft die Belohnungen irgendwie nicht sehr toll und sehr, außergewöhnlich. Nee, eben nicht sehr unkreativ. Genau, also, sollten wieder außergewöhnlicher werden. Und das wäre schon schön, wenn da irgendwie ein Weg gefunden würde, dass da eben nicht einfach Event an Event gereiht wird. Okay. Wie lange spielst du denn am Tag Hogwarts Mystery? Das ist nicht viel. Ich weiß, die Frage kam letztes Jahr auch. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, so eine Stunde am Tag. Das ist mittlerweile, glaube ich, eher eine halbe. Weil auch irgendwo die Zeit mittlerweile fehlt durch Wizards Unite und die sehr regelmäßigen Videos. Und okay.
Ich sag mal, ich bin so am Minimum, was man, glaube ich, investieren muss. Bist du denn zufrieden damit, wie sich die Story in Hogwarts Mystery entwickelt hat? Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Also hat sich gut gewandelt, ist mittlerweile auf einem guten Weg. Es ist auch nicht mehr viel. Wir sind jetzt im sechsten Schuljahr, also es sind noch 2 Jahre. Also viel Zeit haben sie da nicht mehr, aber ich finde, das hat sich sehr gut entwickelt. Okay. Und wie findest du Merula und was ist denn deine Meinung zu ihr? Wer ist Merula? Kennst du nicht? Nein. Das war immer die Böse, sozusagen der, wie heißt der nochmal, der Gegenspieler vom Protagonisten? Der Antagonist? Heißt das so? Ich Das ist jetzt eine Fangfrage. glaube, es heißt Antagonist. Ja, genau. Ja, irgendwie hat sich der Charakter sehr seltsam entwickelt. Ich finde auch durch viele Nebenquests und wo sie dann irgendwie, also manchmal freut man sich dann irgendwie ein bisschen mit ihr an, in der einen Geschichte, und dann geht die Haupthandlung weiter, da ist man aber total verfeindet mit ihr und irgendwie wirkt das oft so ein bisschen, Unstrukturiert. ja, und nicht so ganz gut durchdacht und entwickeln. Deswegen finde ich den Charakter mittlerweile irgendwie nicht mehr so toll. Also der ist sehr negativ entwickelt. Also jetzt nicht von der Charaktereigenschaft, sondern wie in der Geschichte mit dem Charakter umgegangen wird. So sehr, ja. Okay. Dann, wer ist denn dein Lieblingscharakter in Hogwarts Mystery? Ach, genau, in Hogwarts Mystery. Und wen kannst du überhaupt nicht leiden? Kennst du meinen Lieblingscharakter eigentlich? Ich kenne das Spiel nicht. Das ist nämlich eine Frau, ich weiß nicht, ob ich das sagen Meinst du mit mir darf. jetzt? Nein, ich bin da Mein Lieblingscharakter ist entspannt. nämlich Tulip, heißt die. Tulip? Also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich sag mal Tulip. Aber es kann auch Tulip heißen. Okay. Aber ich finde auch Barnaby sehr cool. Das ist so ein bisschen so ein verplanter Junge, der mit uns zur Schule geht. Der so ein bisschen dümmlich ist, aber sehr lieb. Den finde ich eigentlich auch cool. Und was, wen Wen ich. magst du überhaupt nicht? Ja. Martin mag alle. Ich hatte Rowan immer auf der Liste. Ich glaube, der ist auch geblieben. Das ist unser bester Freund, der war irgendwie nicht so Du magst deinen sehr besten Freund nervig. nicht? Ja, der ist irgendwie sehr nervig. Ich weiß auch, mittlerweile kann man ihn, glaube ich, gar nicht mehr so als besten Freund bezeichnen. Er war so der beste Freund der Anfangszeit. Ihr habt euch quasi in andere Richtungen entwickelt. Ja, der war am Anfang schon mal sehr seltsam. Ich glaube, der ist auch weiterhin noch oben auf meiner Liste. Okay. Wie gehst du denn beim Adoptieren von Tierwesen vor und was sind deine Lieblingstierwesen? Am Anfang habe ich wirklich sehr stark darauf geachtet, welche Belohnungen man bekommt, und habe dann auch mal was länger gewartet, um irgendwie zuerst die Ressourcen zu sammeln, die man eben braucht, um die Tiere zu adoptieren bzw. zu kaufen. Aber mittlerweile mache ich es eigentlich so, dass wenn ich genug habe, dann kaufe ich auch ein Tier, was ich kaufen kann, weil ich die auch einfach so toll finde. Die sind echt super umgesetzt in dem Spiel. Mein Lieblingstierwesen. Ja, ich würde sagen, jeder hat ja immer den Niffler auf dem Zettel. Ich finde halt Testrale sehr cool. Das sind ja die kennst du nur aus den Filmen, oder? Ja, ich kenne Diese, den Namen, aber ich habe immer nichts vor die Augen, man nur wirklich. sieht, wenn man mal einen toten Menschen gesehen hat. Sonst sind die ja Ach unsichtbar. ja. Und ein Abraxan finde ich sehr cool. Das ist so ein majestätisches Pferd mit Flügeln. Das, was Lea immer so toll findet, wenn das rumfliegt. Ich glaube, das sind so die beiden. Und Drachen. Drachen sind auch cool. Drachen sind immer toll. Drachen und Dinosaurier sind immer gut. Ja, das hast du im Prinzip vorhin schon so gesagt. Nerven dich die zeitlich begrenzten Events bei Hogwarts Mystery auch so sehr? Ja, durch die Menge. Und mittlerweile ist es auch so ein bisschen problematisch, dass ich auch weniger Zeit mir nehme zum Spielen, und dadurch sind die Events natürlich noch viel schwieriger zu schaffen. Ja, und das ist dann so ein bisschen, was sich so bedingt. Irgendwie wenig Zeit, dann wird es schwieriger und es sind so viele und dann machen sie eh nicht so richtig Spaß, und dann ist es so ein bisschen Und so. sie lohnen sich nicht so richtig. Ja, man muss sie halt irgendwie spielen. Das ist das Problem, weil man bekommt halt Ressourcen nur dort, die man zum Beispiel braucht, um Tiere Okay. zu kaufen. Also das ist halt so ein bisschen schwierig. Wen magst du mehr, Ben oder Rowan? Ben ist halt auch ein Charakter, der sich so sehr negativ entwickelt hat und sehr nervig. Deswegen liege ich schon ziemlich gleich auf. Okay, also Aber keinen mehr. nee. Aber auch keinen weniger. Welchen Charakter aus Hogwarts Mystery hättest du gerne in den Original Harry Potter Filmen oder Büchern?
beziehungsweise und Bücher. Ja, sind schon ein paar, die sehr, sehr cool sind. Vor allem auch ein paar, die es zwar in den Büchern und Filmen gibt, aber die man nie so richtig kennengelernt hat. Aber Tudibär hat es auch so, ist ja irgendwo mein Lieblingscharakter, da muss ich die ja eigentlich nennen, ne? Würde jetzt passen, ne? Warum bist du denn bei Hogwarts Mystery im Haus Slytherin? Weil ich eigentlich mal, genau, das... einen großen Plan hattest. Ja, das, die nächste Frage passt da ja auch ein bisschen zu. Ah ja, genau. Dann nehmen wir die direkt dazu. Da steht nämlich, woher kommt der Name Lord Knüps? Genau, mein Plan war eigentlich mal, weil die Spieleentwickler im Vorhinein, bevor das Spiel online kam, immer groß versprochen hatten, dass man so sehr stark Einfluss auf die Handlung nehmen kann und auf seinen Charakter und je nachdem, wie man sich verhält und wie man irgendwo agiert und was man antwortet, würde sich die Geschichte komplett ändern, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Und weil ich damals irgendwie dachte, dass jeder halt so einen braven Schüler spielt, wollte ich in meinen Let's Plays halt so das Gegenteil zeigen. Also das, was man wahrscheinlich... Diese Bube. Genau, um auch so ein bisschen die Handlung zu zeigen, die vermutlich keiner gesehen hätte, eben von so einem bösen Charakter. Und deswegen war eben der Name Lord Knüps in Anlehnung an Lord Voldemort und das Haus Slytherin als böses Hogwarts-Haus. Und ja, aber das ist ja dann alles anders gekommen. Ja. Okay, das war der Themenblock Hogwarts Mystery. Dann wechseln wir jetzt zu Wizards Unite. Und da starten wir sehr ähnlich. Was stört dich an Wizards Unite am meisten? Also richtig stört mich eigentlich etwas, was das Spiel, wofür das Spiel gar nichts kann. Das ist halt leider einfach sehr wenig Leute spielen und dadurch bedingen sich halt viele Sachen, die einfach sehr schade sind. Und das würde ich, glaube ich, so als größten Kritikpunkt sogar nennen, der ja nicht mal so richtig Kritik am Spiel ist. Also irgendwo ja schon, weil es hat ja einen Grund, ne, warum es wenig Leute spielen, aber... Ja gut, weiß man nicht, ne? Liegt es am Spiel oder liegt es an fehlender Werbung oder... Ja. Ja. Ist der Hype einfach vorbei? Was wünschst du dir an Verbesserungen oder Neuerungen für die Zukunft von Wizards Unite? Ja, etwas, was ich dann nennen würde, habe ich jetzt heute Morgen gesehen, gibt es jetzt als Ankündigung für den kommenden Community Day. Und zwar Möglichkeiten oder anders gesagt, oder dass man gezwungener ist, sich mit anderen Spielern zu treffen und zusammenzuzocken. Und so kann man natürlich auch so ein bisschen forcieren, dass sich Leute eben koordinieren und verabreden. Und jetzt beim kommenden Community Day ist es eben so, dass man einfach sehr viel mehr Punkte bekommt, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Und so kann man natürlich ein bisschen dafür sorgen, dass diese recht kleine Community sich dann eben verabredet. Ne? Aber war das nicht bei dem letzten Community Day auch? Ja, da war das auch. Jetzt ist das sogar noch ein bisschen verstärkter, weil es, also zumindest was ich bisher dazu gelesen habe, dass es da wohl, dass es schon irgendwo nötig ist, zusammenzuspielen. Okay. Dann, wie lange spielst du bis jetzt denn halt so am Tag? Das ist halt sehr unterschiedlich, ne? Also manchmal mache ich halt ein Video und spiele im Prinzip an dem Tag dann selber kaum. Ja, aber gut, für das Video brauchst du ja meistens auch Spielaufnahmen. Ne? Also. Ja, manchmal, ne? Nicht immer. Ja. Ja, ist sehr unterschiedlich. Ich spiele halt viel, auch wenn ich so unterwegs bin, draußen halt nebenbei auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich zum Arzt muss oder Lea aus der Kita abhole oder sowas. Dann habe ich halt nebenbei das Spiel schon immer offen. Oft. Jana sagt oft, dann nehmen wir das als Antwort. Ja, ist jetzt nicht so die richtige Antwort darauf. Ne? Hast du seit dem Release von Wizards Unite dein Arbeitspensum reduziert, um dich mehr um deinen Kanal kümmern zu können? Mit Arbeitspensum ist wahrscheinlich meine richtige Arbeit gemeint, oder? Ja, wahrscheinlich, denke ich mal. Nee, habe ich nicht. Was auch finanziell gar nicht möglich wäre. Planst du deine Videos für den Winter umzustrukturieren? Oh, damit du nicht mehr so viel frierst. Er muss seine Jacke suchen. Meine Jacke ist irgendwo in einem Umzugskarton, glaube ich. Gelandet. Wir wissen nicht wieso. Werde ich bestimmt. Also es wird bestimmt weniger Aufnahmen von draußen geben. Aber ich weiß selber noch nicht genau, wie es funktionieren wird.
werde ich bestimmt müssen, aber ich, ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das ist halt nochmal zusätzlich ein Problem, dass eh schon wenig Leute halt spielen und zu den Community Days sich zwar immer wieder ein paar Leute finden, also sogar ja recht viele, finde ich, aber das wird natürlich im Winter auch nochmal weniger, ne? Also die Leute haben dann ja nochmal weniger Lust rauszugehen und zu zocken. Deswegen wird das, glaube ich, schon schwierig fürs Spiel jetzt den Winter zu überbrücken. Also ich bin gespannt, was da passieren wird. Hast du vor, zu Community Days mal in andere Städte zu fahren? Bin ich ja sogar jetzt zufällig in Aachen. War auch mal der Plan eigentlich zu Anfang, wo ich dachte, dass das Spiel auch noch ein bisschen mehr Leute erreichen wird und ein bisschen mehr Leute das zocken würden. Aber inzwischen muss ich sagen, dass es halt auch zeitlich und finanziell eher nicht machbar ist. Okay. Was glaubst du, ab wann Wizards Unite-Spieler Gasthäuser und so weiter einreichen können? Ja, in Pokémon Go ist das ja jetzt schon ein bisschen länger möglich. Ich glaube, ich habe hier um die Ecke 4 oder 5 Punkte eingereicht. Das ist ein halbes Jahr her. Und die sind noch nicht bewertet worden. Von daher glaube ich, dass das noch ein bisschen dauern wird, weil ich habe irgendwie gelesen, nee, mir hat das jemand erzählt, genau, die irgendwie in Ingress sehr aktiv ist. Es gibt irgendwie pro Monat 1 Million Punkte, die eingereicht werden aktuell. Weltweit. Und das ist halt schon nicht zu prüfen. Deswegen glaube ich, dass Niantic sich da noch Zeit lassen wird, weil es jetzt schon viel zu viel ist. Gezwungenermaßen quasi. Ja. Was findest du an Wizards Unite denn am besten? Ja, das, was ich eigentlich an diesem Spielprinzip einfach so toll finde, dass man rausgeht und ja irgendwo so ein bisschen RL und Spiel verbindet. Also das war das, was mir bei Pokémon halt riesen Spaß gemacht hat. Und das macht man dem Spiel eben auch genauso Spaß. Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr tolles Spielkonzept. Was aber, glaube ich, viele Leute irgendwie nicht so super finden. Aber irgendwie genau das ist das, was ich daran so toll finde. Kann man dich denn in der Freundesliste von Wizards Unite aufnehmen? Ja, die Frage habe ich reingenommen, weil die eben auch sehr oft kommt. Grundsätzlich habe ich es nicht gemacht, weil, glaube ich, zu viele Leute mir eine Anfrage schicken würden und meine Liste wäre direkt voll. Und ich habe das für Kanalmitglieder sozusagen als kleines Feature hinzugefügt. Oder wenn ich Leute an Community Days treffe, dann fügen wir uns natürlich auch als Freunde hinzu. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schöner, als das so anonym übers Internet zu machen. Weil man sich halt kennt. Meistens. Genau, also wenn jemand zu einem Community Day kommt, dann frag mich gerne, dann können wir uns als Freunde hinzufügen. Aber so jetzt einfach meinen Code irgendwo posten, das werde ich nicht machen. Kann die Freundesliste wirklich voll werden? Das war jetzt eine Frage von mir. Ja, ich glaube 200 ist das Maximum. Okay. Und ich bin jetzt so bei 100 ungefähr. Oh. Also schon. Sortierst du dann die Leute auch aus, die nicht mehr spielen, wie mich zum Beispiel? Du bist sogar noch drin. Mache ich, aber es sind ganz wenige. Also ich glaube dadurch eben auch, dass es halt Leute sind, die entweder Kanalmitglieder sind und dadurch ja dann auch aktive Spieler oder die jetzt vor kurzem bei dem Community Day waren und natürlich dann aktive Spieler sind. Deswegen habe ich, glaube ich, so das Problem nicht. Aber so ein paar Leute, die ich kenne, die habe ich jetzt nochmal drin gelassen, wie zum Beispiel der Thomas. Also mein Bruder spielt auch nicht mehr so wirklich und der ist aber auch noch drin und so. Also das dauert noch ein bisschen, dann fliegt der erst raus. Okay, dann bin ich gespannt, wann ich dran bin. Wann kommt mal wieder ein Video, wie es bei dir in Wizards Unite so aussieht? Also Register, Berufe etc. Das wird wahrscheinlich schon ziemlich bald kommen, weil ich kurz vor der Stufe... Vor welcher Stufe bin ich denn? 3? Nee. Nicht vor der Stufe 40. Ich habe gerade auf die 30 im Kopf. Ich habe gerade sagen, 30 war doch... Hast du dann das letzte Video gemacht? Ja. Ja. Genau, 37 bin ich geworden. Ja, das... So durcheinander ist man. Genau, und geplant ist mit 40 das nächste zu machen, hatte ich zumindest mal gesagt, in so 10er-Schritten und dann 50 und wenn ich irgendwann mal 60 werde. Also ich tippe mal so noch einen Monat, obwohl oder 2. Kommt drauf an, wie viel du am Tag so spielst. Genau. Denk mal, 2 Monate werde ich ungefähr 40. Ist meine Vermutung. So, und ich glaube, das ist die letzte Frage zu Wizards Unite. Welches Foundable würdest du dir wünschen? Also was damit quasi gemeint, was du dir wünschst, was ich du glaub, findest was Spiel, oder was ins Spiel kommen soll? Ich glaube auch, was ins Spiel kommen soll, oder?
Du kannst ja einfach beides beantworten. Also es gibt halt immer noch ein paar sehr seltene, die ich sehr selten gesehen habe. Die könnten gerne mal ein bisschen öfters auftauchen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Der gute Herr Dumbledore. Den habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen oder so. Und Tom Riddle habe ich gestern irgendwie das zweite oder dritte Mal erst gesehen. Okay. Aber welcher Charakter mir fehlt, ich glaube, da gibt es gar keinen, weil inzwischen sind auch echt viele im Spiel. Also ich könnte jetzt gar keinen nennen, der mir da groß fehlt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Themenblock. YouTube. YouTube. Und zwar ist da die erste Frage. Wie viel Zeit investierst du täglich in deine Videos? Sprich, die Spielzeit, die du dafür brauchst, das mit Familie und der Arbeit ja, zu kombinieren und welche Arbeiten du an deinem Video da alle so noch hast. Also ich habe mal so überschlagen, ich glaube, es sind schon immer so, klar, es variiert auch stark von der Art des Videos, aber so 2-3 Stunden am Tag sind das schon. Und es ist halt schwierig zu koordinieren, das kann ich ja sagen. Genau, es hängt halt immer ein bisschen davon ab, ne? Muss ich viel vorbereiten, nehme ich viel auf, wo dann viel geschnitten werden muss. Wenn ich einfach nur ein Video über ein Event mache und da kurz erzähle, was da passiert, dann ist es weniger Arbeit, als wenn ich zu einem Event rausgehe und spiele und die Aufgaben da lösen möchte. Also 2-3 Stunden pro Tag kann man schon sagen. Und deswegen kommt auch nicht mehr täglich ein Video, weil es zeitlich einfach nicht mehr vereinbar ist mit allen Sachen halt. Aber es ist viel Zeit, das auch für so ein 10-minütiges Video. Ja, es dauert länger, als man sich wahrscheinlich vorstellt. Dass es fertig ist. Ja. Wie stellst du dir denn die Zukunft von deinem Kanal vor? Was wünschst du dir generell von Wizards Unite oder denkst du auch darüber nach, andere Spiele zu spielen? Ja, es wäre natürlich schön, wenn der Kanal weiter wächst. Ist ja auch irgendwo das, was man natürlich erreichen möchte, nur dass viele Leute die Videos gucken und ich glaube auch, dass ich das mit Wizards Unite weiter versuchen werde, also da jetzt auf ein anderes Spiel zu schwenken. War mal die Überlegung, auch gerade als Minecraft angekündigt wurde, hatte ich auch mit dir mal drüber gesprochen, weil Minecraft auch ein Spiel ist, was ich halt sehr lange gespielt habe oder wir sehr lange gespielt haben und uns sehr viel Spaß gemacht hat, deswegen konnte ich mir das da noch vorstellen. Bei vielen anderen AR-Games, da kam ja von Walking Dead über Jurassic Park, Ghostbusters, waren jetzt irgendwie alles nicht so Sachen, wo ich sagen würde, okay, das könnte ich mir vorstellen zu spielen, bei Minecraft schon eher, aber ja, ich bin mir da sehr unsicher, ob ich das wirklich so in meinen Harry Potter-Kanal reinnehmen soll, weil es halt thematisch so gar nicht passt. Ja. Finde ich halt schwierig zu entscheiden. Wobei ich natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen bin, dass meine Videos geguckt werden irgendwo, ne? Also ja, es ist sehr schwierig zu entscheiden, auch wie sich das weiterentwickelt. Ja, muss man schauen. Mhm. Woher kommt denn der Name Herrknüps? Das habe ich auch schon oft gesagt. Ne? Ich glaube, letztes Jahr. Hattest du es letztes Jahr nicht? Ich glaube ja. Also Knüps grundsätzlich ist halt irgendwo ein Spitzname, den sich zu Schulzeiten ein Freund ausgesucht hatte oder ausgedacht hatte, den ich mir dann irgendwann geklaut hatte als Internet-Synonym für Spiele, Foren und so weiter. Ja, und das mit dem Herr davor, das hattest du nicht die Idee sogar? Ja, ich hatte, wo war das nochmal? Ich glaube, ich habe, als wir angefangen haben zusammen WoW ja, zu spielen, stimmt, und Minecraft zu spielen, habe ich mich immer Frau Knüps genannt. Genau, da kam das. Da hieß ich noch Knüps. Ja, nur allein, ja, genau. Und dann hieß du immer nur Knüps und ich habe mich immer Frau Knüps genannt, weil ich es halt einfach witzig fand. Und dann ging es um deinen Kanal und dann ja, kam halt die Idee auf, ihn Herr Knüps zu nennen. Ich glaub, also sogar, quasi hast du das auch geklaut von mir. Ich glaube sogar vorher hieß, glaube ich, mein Minecraft-Charakter sogar Herr Knüps, weil du da auch sagtest, weil du da Frau Knüps hieß und dann. Ja, und dann haben wir den umbenannt, ne? Ja, ich ja, glaube, ja. Ja. Ja, und dann haben wir uns da eine schöne Villa gebaut. Direkt auf einem ganz schlimmen Zombie-Hügel. Ja. Ach, das war schön. ja. Hast du, bevor dieser Kanal entstanden ist, auch schon Videos gemacht oder warst du daran interessiert? Ja, rumprobiert und interessiert, ja. Ich fand das Thema YouTube und auch Videomarketing halt schon immer sehr interessant und
Aber sowas richtig ernstzunehmendes nicht. Also das ist jetzt eigentlich der Kanal so das erste, wo ich auch viel Zeit und Leidenschaft und Energie investiere. Ja, das hat auch sehr viel Spaß macht. Genau. Lohnt sich der Kanal aus finanzieller Sicht für dich? Nee, leider nicht. Lass mir so stehen. Ja, hier Ich ist jetzt. glaube, ja, Ja. was glaube ich, also mich haben ja schon viele Leute gefragt, ob ich das denn jetzt heuberuflich machen würde. Ist ja auch schwer einzuschätzen von Ja. außen, ne? Also man sieht ja, dass du, ja, dass du Abonnenten hast, dass du Klicks hast. Also wenn man sich nicht dann beschäftigt, woher soll man wissen, Ja. wie viel das letztendlich dann im Monat einbringt und ob man Ja. davon leben kann, weiß ja kein, also weiß man ja nicht. Ja, also man kann sich ja mal vorstellen, wenn ich in der Zeit im Supermarkt Regale einräumen würde, würde ich um einiges mehr verdienen. Ja gut, aber du machst es ja gern. Ja, genau, deswegen. Jetzt kommt die beste Frage. Sehen wir Jana mal wieder. Ja. Hallo, hier bin ich. Ja, gerade. Danke, dass du nach mir gefragt hast. Jetzt kommen wir zum Themenblock Harry Potter. Was ist denn dein Lieblingsspiel bezüglich Harry Potter? Ja, mittlerweile Wizards Unite. Also ich habe die alten Harry Potter Spiele damals auch gespielt. Ich weiß nicht, ob alle und ob komplett. Die waren halt auch sehr schwankende der Qualität. Also da waren teilweise richtig gute dabei und teilweise so richtig, richtig schlechte. Aber ich krieg's auch nicht mehr so alle Was hast du denn auseinandergenommen. noch mal so lange gespielt? Ach, das war nicht Harry Potter. Das war War Herr ne? der Ringe, ne? Ach, auf dem Handy, ne? Ja. Ja, der Hobbit habe ich ganz Ach, lange der gespielt. Hobbit war das, genau. Ja, das habe ich Ja, echt lange das ist echt gespielt. lange Spiel. Das war auch echt cool. Ja, aber nicht Harry Potter. Was hältst du vom sogenannten achten Band, The Cursed Child? Ich habe mir das Buch gekauft und auch angefangen zu lesen und kam aber nicht wirklich rein. Buch hast du gelesen? Nur angefangen. Also es ist ja so, das ist ja kein richtiger Roman, das ist ja so ein, wie so ein, wie nennen wir es denn, von einem Theaterstück, so ein Drehbuch, Buch? wo wirklich Okay. so ein Name, Doppelpunkt, Hallo, wie geht's? Ja, also so war ja früher zum Beispiel auch die Shakespeare-Romane waren ja auch Ja, so. genau, weil es so Ne? eigentlich Theaterstücke waren. Ja, genau. Deswegen fand ich das sehr schwierig, aber ich habe hier extra das hier nämlich geholt, weil darauf freue ich mich schon sehr, weil ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass Kann man das das denn sehen? Richtig? Eben das Theaterstück selber sehr, sehr gut sein soll, weil die Umsetzung wohl sehr, sehr gut ist. Und deswegen habe ich da bisher noch kein finales Urteil gebildet und möchte erstmal das Theaterstück abwarten, weil. Ja, wenn du es nicht komplett gelesen hast, kannst du ja auch kein Ja, abschließendes und das Urteil auch. bilden. Ja, aber so die erste, also das war schon Fandst du seltsam zu doof? lesen. Ja, Okay. schon so. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm aus der Wizarding World? Also ich finde die Fantastic Beasts-Teile schon sehr cool. Also gerade den ersten, der war schon sehr, sehr gut. Findest du den Aber ersten besser als den zweiten? ja, ich Echt? fand den ersten echt viel cooler. Also wegen den ganzen Tieren, glaube ich auch. Okay, ja. Weil ich die alle so toll Ich fand. sehe zu viel Action im zweiten. Entschuldigung, nicht mehr auf. Aber von den Filmen. Aber es ist ja so schon, also habe ich mich irgendwann mal so ein bisschen drauf festgelegt, der Gefangene von Azkaban, weil ich das auch Sirius Black halt so einen coolen Charakter finde. Und den Remus Lupin halt auch cool und irgendwie, deswegen nenne ich das auch immer so als benenne das immer so als mein Lieblings-Harry Potter-Teil. Ja, genau das ist die nächste Frage. Welchen Harry Potter-Teil kanntest du am Ja, besten? der Gefangene von Azkaban. In welchem Alter hast du die Harry Potter-Bücher gelesen bzw. die Filme geschaut? Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Das hatten wir doch auch letztes Jahr, ne? Weiß ich nicht Doch, mehr da habe so ich doch so genau. ganz weit ausgeholt. Ja. Ich kann das ja nochmal in Kurzfassung. Genau, den ersten Teil hatte ich gesehen, als er damals auf DVD rauskam. Oder VHS, weiß ich gar nicht mehr. Und da war ich halt irgendwie Jünger. 16, 17 oder so. Und hat Ja, das. stimmt, hast du Ja, ausgeholt. und weil das eben so ein reiner Kinderfilm war, hatte der mir halt überhaupt nicht gefallen und zwei Teil auch nicht so wirklich. Und dann hatte mein Bruder die Hörbücher damals gehört von Rufus Beck.
Ich glaube nämlich auch vom Gefangenen von Azkaban, das war das Erste, was er hatte. Und dann habe ich das auch gehört und fand das halt so super toll. Und habe dann angefangen, die Hörbücher zu hören und bin so dann da halt rangekommen. Und das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, dass ich nämlich die Bücher selber noch gar nicht, also immer noch nicht gelesen habe, weil ich halt einfach Lesen ganz schlimm finde. Also es ist einfach nicht mein Fall. Und ich höre dafür lieber die Geschichten und lasse sie mir vorlesen. Aber du hast die Bücher hier liegen, ne? Genau. Und werde die irgendwann mal mit Lea lesen, das ist der Plan. So der Plan. Oder wir lassen sie uns dann doch vorlesen. Aber ich finde halt auch von Rufus Beck die Hörbücher so toll. Er macht das so genial, dass es irgendwie mehr Spaß macht, sich das anzuhören. Kann ich nicht verstehen. Ich bin auch so ein Hörspielkind von Benjamin Blümchen und TKKG und drei Fragezeichen aufgewachsen und so. Deswegen war ich noch nie so die Leseratte. War noch nie so die Leseratte. Ich hatte Bücher. Okay. Stören die eigentlich? Nee, aber vielleicht rascheln die zu laut, oder? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Freust du dich auf die kommenden Fantastic Beast Filme? Ja, sehr. Also ich finde das auch toll, dass da wieder Filme drin sind. Aber das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt gelesen, irgendwo in Brasilien spielt das, glaube ich, jetzt. In Rio oder so, der nächste Teil. Ich glaube, Rio war es. Ja, also finde ich sehr cool. Freut mich auch und macht halt echt Spaß zu gucken. Was ist dein Patronus und was ist dein Irrwicht? Ich glaube, die Frage kam letztes Jahr auch. Ja, jetzt hast du sie auch wieder. Also mein Patronus ist so offiziell ein Pferd. Das finde ich irgendwie, auch wenn ich Pferde cool finde, irgendwie sehr unspektakulär. Deswegen habe ich mal überlegt, ob ich nicht einfach mal sage, dass eine Schildkröte mein Patronus ist. Weil das meine Lieblingstiere sind und dann passt das doch irgendwie, oder? Ich weiß nicht, das sieht halt so komisch aus, wenn sich das so vorstellt. Ne? Und dann kommt da so eine kleine Schildkröte. Die wahrscheinlich noch so im Panzer drin ist, weil sie sich erschrocken hat und sich nicht raustraut. Wie so ein Puck, der da rausgeflogen ist. Und was ist denn Irrwicht? Habe ich sogar auch schon eben drüber nachgedacht. Eigentlich müsste das ja irgendwas sein, was mit Lea zu tun hat, weil das wahrscheinlich so das ist, wovor man am meisten Angst hat, wenn man Kinder hat, oder? Vor dem Kind selber. Nee, dass mit dem Kind da irgendwas passiert. Ja, genau. Oder dass das Kind so im Horrorfilm-Style um 4 Uhr morgens vorm Bett steht. Das kann nicht passieren bei Lea. Deswegen finde ich das echt super schwer. Was dein Irrwicht ist? Ja. Was ist denn deine? Ich habe gedacht, dass mich das jetzt fragt, ich kann es nicht beantworten. Ja, ist halt wirklich, ne? Man verändert halt so die Ängste einfach komplett, wenn man ein Kind hat, ne? Wenn man halt einfach wirklich so sehr Angst davor hat, dass einfach was Schlimmes passiert. Das ist auch wirklich meine größte Angst einfach. Da interessiert einen weniger, was mit einem selber passiert. Ja. Ja. Was natürlich auch Quatsch ist, weil ohne die Eltern das Kind hat irgendwie auch. Auch schlimm. Ich denke nicht weiter drüber nach. Was ist dein liebster Fanartikel von Harry Potter? Ich habe nicht so viele. Deswegen, ich weiß, meinst du den ich besitze oder grundsätzlich? Ich habe die Frage nicht gestellt, aber du könntest beides beantworten. Ich habe den goldenen Schnatz selber gebastelt. Das stimmt. Deswegen. Wir haben den zusammen gebastelt. Ich weiß, falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich kann das ja, wenn ich dran denke, verlinke ich das gerade mal. Deswegen ist das mein Lieblings-Fanartikel made by ourselves. Und grundsätzlich gibt halt schon so mega viele coole Sachen. Also vorgestern oder so habe ich den neuen M-Wall-Katalog mal durchgeblättert und da gibt es ja mittlerweile von allen Franchises so krasse Werbung einblenden? Hashtag Werbung. Keine Ahnung. Aus allen Sachen so coole Fanartikel, ne? Ich finde ja, ich glaube, am faszinierenden finde ich schon immer die Zauberstäbe. Ja, die sind toll. Ja. Aber da finde ich auch immer die tollsten, die man selber bastelt, wenn man es selber gut hinkriegt. Wir haben es immer noch nicht gemacht, wir wollten das eigentlich immer machen bisher. Immer mal, ja. Ja. Welches ist deine Lieblingsszene aus den Büchern oder Filmen? Also, musst du was von dem Gefangenen von Azkaban? Ja, habe ich auch überlegt, aber ich habe eigentlich immer so eine andere Szene im Kopf, direkt aus dem ersten Teil. Oh mein Gott, meine Stimme versagt. Geredet. Ja, eigentlich ist es die Szene, wo Harry und die anderen erst
Klasse das erste Mal in diesen kleinen Booten über den Schwarzen See halt auf Hogwarts zu paddeln. Und dann so dieser Kameraschwenk hochkommt, dann sieht man so das Schloss. Das finde ich schon cool. So jetzt aus den Filmen, ne? Finde ich das schon. Ja. Und so von den Hörbüchern, hast du da eine Lieblingsszene, die dir einfällt? Oder eher nicht? Der Rufus Beck, das gibt es halt immer so ganz viele witzige Sachen mit Dobby. Da gibt es eine Szene, haben der Thomas und ich uns immer übertrieben drüber kaputt gelacht. Da will Dobby Harry halt irgendwie mitteilen, dass der Ron weg ist. Oder will ihm irgendwas damit, ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht, irgendwas will ihm, und dann sagt er immer sein Weezy. Der Harry checkt das irgendwie nicht mehr, dann sagt der Rufus Beck das auch so witzig, sein Weezy. Ich glaube, das ist die witzigste Szene überhaupt. Okay. Ja, das hast du vorhin so ein bisschen mit beantwortet, aber du kannst es ja nochmal zusammenfassen. Bist du Harry Potter-Fan der ersten Stunde? Ja, eigentlich nicht, ne? Nee. Eher der dritten Stunde. Wieso der dritten? Was, der dritte Teil? Aber das war ja viel später. Ja. Ich könnte gar nicht, Also auf jeden Fall nicht der ersten Stunde, ne, das kann man sagen. Mhm. Also ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Hatte ich, glaube ich, auch letztes Jahr erzählt. Und dass wir ja auch schon immer die Filme regelmäßig geschaut haben. Und ich war dann auch nachher bei den Filmen, ja, ab Teil 4 dann auch immer im Kino. Wir sind dann hatten so eine Tradition mit der Familie, dass wir an Weihnachten immer ins Kino gegangen sind. Und dann hatten wir da dann auch mal die Harry Potter-Teile geguckt, weil die kamen dann auch meist immer vor Weihnachten raus und also war dann schon immer im Kino und habe dann auch die Hörbücher gehört, als sie rausgekommen sind. Und ja, jetzt spielen wir an Weihnachten das erste Mal das Hogwarts-Spiel. Beziehungsweise den Samstag vor Weihnachten. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Gute Überleitung zum echten Leben. Zum echten Leben. Also real life. Was und bei welcher Firma arbeitest du? Ich arbeite bei einem Steuerberater im Online-Marketing und sorge dafür, dass Mandanten zu uns kommen. Ganz grob gesagt. Ganz grob gesagt. Hast du eine Sammelleidenschaft? Ja, ich sammle eigentlich schon immer gerne Dinge. Nein, wir haben keinen Messi-Haushalt, das klingt jetzt falsch. Meine größten Sammlungen sind eigentlich von Zurück in die Zukunft ganz viel Merch, den ich habe, weil ich ein großer Zurück in die Zukunft-Fan bin, auch schon seit ich 10 bin oder so. Und das auch immer so offiziell meine Lieblingsfilme sind, weil ich die Geschichte einfach total toll finde und es gibt um die Filme herum so viele Sachen. Wenn man da nicht im Thema ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie viele Fanartikel es dazu gibt. Also das ist unglaublich. Auch heute kommen, oder heute, also jetzt in den Jahren kommen da immer noch Sachen, obwohl die Filme mittlerweile, ich glaube, der erste Teil ist jetzt 5, nee, was haben die jetzt? 35-jähriges oder so? Irgendwie sowas. Das kann sein, ne? Ich meine, ja, auf jeden Fall super lange her, dass der erste Teil rauskam und jetzt beispielsweise auf der letzten Comic-Con in New York gab es wieder so einen exklusive Funko-Pop-Figur. Heißt die Funko-Pop, ja, ne? Die man auch nur da kaufen konnte. Jetzt gibt es die bei eBay und jetzt muss ich wieder mich zügeln, dass ich mir die nicht kaufe. Und so. Ja, es gab mal eine Zeit lang, als du die Vitrinen bestückt hast, da sind wir regelmäßig zum Zoll gefahren, um die Sachen zu holen. Ja, ich mir alles aus Amerika und Asien habe schicken lassen. Ja, war schon witzig. Woher kennst du Sea Shepherd und seit wann? Seit wann weiß ich gar nicht. Und woher weiß ich auch nicht. Du hast dich richtig gut vorbereitet, Manuel. Aber schon lang, also ich verfolge eigentlich so seit meinen ersten Facebook-Tagen. Wann haben wir uns bei Facebook angemeldet? Boah, lange ja. Her. Ich weiß noch, dass ich da irgendwo mal auf Sea Shepherd kam. Wahrscheinlich wieder, weil irgendwelche Aktivisten von denen verhaftet wurden. 10 Jahre. Ja, bestimmt. Ne? Und dann habe ich ja sehr lange auf Facebook verfolge sie immer noch in Social Media Kanälen und
Dann haben wir irgendwann mal überlegt, glaube ich, ob wir Geld spenden sollen und haben dann gesagt, dann kaufen wir uns lieber jeder einen Pulli. Ne? Oder das klingt jetzt richtig doof. Ja, dann haben wir Nein, cool. Wir fanden die Pullis auch toll. Und ja, ich finde halt, man trägt es halt auch nach außen. Ne? Also es ist ja schon relativ prägnant. Ich werde auch echt oft darauf angesprochen. Genau, was da drauf ist. Also wir haben die beide. Wer findet das auch immer sehr witzig? Ja, und dieses Logo ist halt einfach voll cool. Und ja. Genau, ich finde das auch gut, sowas halt irgendwo, genau wie du schon sagst, nach außen irgendwie zu tragen. Ganz kurz und knapp. Chips oder Schoki? Chips. Sicher? Ja. Wie alt bist du und hast du ein Haustier? Ich bin 36 Jahre alt. Seit im Oktober. 36 bin ich und ja, wir haben Haustiere, wir haben Schildkröten und Meerschweinchen. Und in der Frage, beziehungsweise in dem Posting stand nämlich noch sowas wie, wenn man ein Haustier hat, kann man das ja toll verbinden mit rausgehen und relational zocken. Mit unserem nicht so. Mit unserem nicht, nee. Weder mit den Schildkröten noch mit den Meerschweinchen. Ja. Die hätten da keine Lust drauf. Bei Lea wünscht sich einen Hund und ich wünsche mir auch schon ewig einen Hund, aber das kriegen wir beim besten Willen zeitlich gerade nicht hin. Vielleicht irgendwann mal, ne? Irgendwann. Und ja, kommst du zum Elbenwald Festival 2020? Wir haben es geplant, ne? Sagen wir es mal so. Es ist geplant, aber mehr auch noch nicht. Ja. Was ist dein Lieblingsfandom außer Harry Potter? Hast du gerade so ein bisschen beantwortet. Ja, ich habe eigentlich sogar sehr viele. Genau, aber kann man zurück in die Zukunft? Als Fandom bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo da die genaue Abgrenzung ist. Mhm. Also ich finde das ganze Mittelerde-Fandom toll. Die ganze Herr der Ringe, Hobbit-Geschichte. Jurassic Park ist also eines unserer großen Lieblinge. Star Wars, obwohl ich das auch in den letzten Jahren etwas, ist schon stark weniger geworden bei mir. Star Trek. Findest du ja auch cool. Mhm. Das war eigentlich auch früher so mit 10, 11, 12, 13 ein riesiger Fan. Also ein richtiger Trekkie, wie man sagen würde. Ist halt alles ein bisschen weniger geworden, aber im Herzen noch da. Noch da. Irgendwann lebt es wieder mehr auf. Ne? Ja, vielleicht. Wenn wir mehr Zeit haben. Und abschließende Frage. Spielst du auch Pokémon Go? Falls nicht, warum denn nicht mehr? Ich habe lange gespielt. Sehr lange sogar. Und sehr intensiv. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das denn am Ende? 3 Jahre oder so? Oder 2,5 Jahre? 2,5. Kam ja raus mit Lea. Genau. Genau, ich habe sehr lange und sehr, sehr gerne gespielt. Und auch in dem Ort, wo wir vorher gewohnt haben, hatten wir eine sehr tolle Community, mit denen wir oft gezockt haben, mit vielen netten Leuten. Das hat riesen Spaß gemacht. Und habe dann sogar, ehrlich gesagt, so ein bisschen rational aufgehört, weil ich wusste, wenn Wizards Unite rauskommt und ich darüber Videos machen möchte, wird das zeitlich eh nicht funktionieren. Und habe dann ja wie so einen Strich gezogen und habe gesagt, so nee, dann werde ich es jetzt beenden. Das war so, ja. Harte Trennung. Ja, war auch echt schade. Also wie gesagt, es hat echt viel Spaß gemacht. Ja, Pokémon, vor allem warst du ja auch schon immer, ne? Genau. Muss man ja auch dazu sagen. Ja, finde ich auch schon ein cooles Fandom. Und Pokémon. Ich hätte es irgendwie nicht sagen können, ja stimmt. Pokémon. Das war's? Das war's, ich habe keine Fragen mehr. Wir haben auch lange aufgenommen. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt so 45 Minuten. So, möchtest du noch was sagen? Sollen wir die Fragen alle mit dir nochmal durchgehen? Das interessiert keinen. Dann verabschieden wir uns. Können das Konfetti nehmen. Ich werfe das gleich in die Kamera. Das ist kein Konfetti. Ach nee, wie heißt das? Luftschlangen. So, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich möchte vielen Dank sagen für die 2 Jahre. Vielen Dank, dass ihr so treu Zuschauer seid und ja, fast täglich hier dabei seid und meine Videos schaut. Dafür vielen lieben Dank. Und ja, im nächsten Jahr folgt dann ja vermutlich das nächste Q&A. Teil 3. Gut. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö. Und gerne bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Hat nicht so gut geklappt.